Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Review auf chinamobilemate.de. Heute wollen wir uns einmal das Number One N3 ansehen. Hierbei handelt es sich um einen Samsung Galaxy Note 3 Klon ohne die Samsung Logos. Das Gerät verfügt über ein 5,7 Zoll 720p Display, einen MT6589T Quad-Core Prozessor mit 1,5 GHz, 1 GB RAM, 8 GB internen Speicher und Dual-SIM-Unterstützung. Wir haben das Gerät in der schwarzen Version von Lenten zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Fangen wir also an. Auf der Front des Number One N3 finden wir zunächst einmal den Telefonhörer sowie Sensoren für Annäherung, Gesture Control und Helligkeit. Die Frontkamera ist in der oberen Ecke angebracht. Darunter befindet sich das große 5,7 Zoll Display. Ganz unten finden wir Soft-Buttons mit Beleuchtung sowie einen physikalischen Home-Button. Auf der linken Seite befindet sich in einem silbernen Plastikrahmen eingefasst eine Lautstärkewippe. Auf der unteren Seite befindet sich dann ein Sprachmikrofon, ein Fake-USB 3.0 Anschluss, in welchen aber trotz des eigenartigen Aussehens auch normale Micro-USB-Stecker passen, der Lautsprecher sowie ein ausziehbarer Stylus, welcher ein Imitat des Samsung S Pen ist. Dieser sitzt fest und fällt damit nicht einfach heraus. Auf der rechten Seite befindet sich nichts außer ein An-Aus-Schalter. Auf der Oberseite sind ein Infrarotblaster, ein Umgebungsmikrofon sowie ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss angebracht. Auf der Rückseite finden wir auf der oberen Hälfte eine Kamera, einen LED-Blitz, der nicht wirklich zu gebrauchen ist und darunter das Number One Logo. Auf der unteren Hälfte befindet sich hier nichts. Die Rückseite sieht dem Original sehr ähnlich, ist aber nicht aus Leder bzw. Kunstleder gefertigt, sondern aus Plastik. Dennoch fühlt sich das Material hochwertig und griffig an und auch optisch macht die Rückseite einiges her. Nimmt man die Rückabdeckung ab, so sieht man einen Micro-SIM-GSM-Slot, einen Micro-SIM-Karten-Slot, sowie einen weiteren Micro-SIM-Karten-Slot für WC-DMA. Unter dem Akku ist der hintere Teil des Lautsprechers sichtbar. Interessant ist, dass man hier Kontakte für eine NFC-Antenne sieht und auch im Backcover Platz für eine Antenne ist. Dennoch wurde keine Antenne verbaut. Die Funktionalität würde prinzipiell auch vom Betriebssystem unterstützt werden und man sieht auch Einstellungen dafür. Etwas seltsam. Beim ersten Mal hochfahren des Number One N3 fiel uns gleich die schicke Boot-Animation auf. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Benachrichtigungs-LED beim Start blau pulsiert. Die Bootzeit beträgt bei einem Kaltstart etwa 30 Sekunden, bei einem Warmstart dank Fastboot nur 5 Sekunden. Was uns beim Number One N3 gleich auffiel, ist die für einen Klon gute Qualität des Bildschirms. Farben werden kräftig dargestellt und auch der Inhalt ist klar und scharf zu erkennen. Auch mit feinen Details hat das Display keine Probleme. Die Helligkeit ist super und man kann auch im Freien noch etwas erkennen. Pixel sind bei normaler Verwendung trotz der 5,7 Zoll bei 720p nicht zu erkennen. Nur wenn man nahe an das Display herangeht, kann man einzelne Pixel sehen. Es handelt sich übrigens, soweit wir das beurteilen können, nicht um ein OGS-Display, dennoch ist der Spalt zwischen Glas und Panel sehr gering. Bei der Betrachtung des Bildschirms von der Seite kann man immer noch alles erkennen und die Farben invertieren nicht. Dennoch ist der Bildschirm nicht perfekt. Von den Seiten werden Farben deutlich dunkler und die Helligkeit nimmt merkbar ab. Auch hat das Display an den Rändern mit Light Bleeding zu kämpfen, was aber nur bei dunklen Bildern und dunkler Umgebung etwas stört. Die Helligkeit lässt sich stufenlos regeln und das bequem aus dem Notification Center heraus. Die automatische Helligkeitsregelung funktioniert auch überraschend gut und findet meist die richtige Einstellung. Manchmal reagiert diese aber etwas nervös. Im AnTuTu-Benchmark erreichte das Number One N3 13.577 Punkte. Dies ist leider etwas wenig für einen MT6589T Prozessor bei 720p Auflösung. Sieht man sich die Vergleichstabelle an, so findet man das Number One N3 zwischen dem Samsung Galaxy S2 und dem Google Nexus 4. Somit kann das Gerät nicht einmal ansatzweise mit seinem Vorbild mithalten, was aber auch nicht zu erwarten war.
In 3D-Mark erreichte das Number One N3 im Ice Storm 720p Benchmark 2949 Punkte. Im 1080p Benchmark wurden 1468 Punkte erreicht und im Ice Storm Unlimited Benchmark 2486 Punkte. Im GFX Benchmark erreichte das Number One N3 154 Punkte und liegt damit komischerweise unter der Punktzahl eines Star S7589 mit gleicher Auflösung und MT6589 Prozessor, welcher etwas langsamer ist. Doch wie sieht es nun mit der Performance im Praxiseinsatz aus? Wie hier zu sehen ist, arbeitet die Benutzeroberfläche, wobei es sich um eine TouchWiz-Kopie handelt, sehr flüssig. Man kann schnell durch die Menüs scrollen und nichts kommt ins Stocken. Apps wie der Browser öffnen sich schnell und ohne Verzögerungen. Das Surfen im Internet funktioniert damit einwandfrei und man hat dank des großen Bildschirms viel Platz. Seiten lassen sich flüssig scrollen und zoomen, auch das Öffnen von zwei großen Seiten auf einmal in zwei Tabs und das Wechseln zwischen diesen funktioniert reibungslos. Damit steht fest, dass man die schlechten Benchmark-Ergebnisse im Produktiveinsatz schon einmal nicht bemerkt. Beim Spielen jedoch kommt das Number One N3 ins Schwitzen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich nicht zum Spielen eignet. Es kommt einfach darauf an, was man spielt. Spiele mit mittleren Ansprüchen laufen hervorragend, High-End-Spiele sind dagegen unspielbar. Hier sieht man gerade Dead Trigger 2, welches wir auf vollen Details laufen lassen. Es läuft nahezu durchgehend flüssig, nur an manchen Stellen gibt es hin und wieder kurze Hänger. Angry Birds Star Wars 2 läuft dagegen gänzlich flüssig. Hier konnten wir keinen einzigen Ruckler oder Hänger feststellen. Real Racing 3 dagegen war komplett unspielbar. Hier bekamen wir eine Dia-Show anstatt flüssige Animationen zu sehen. Selbst der Ton stockte. Eines muss man sagen, Number One hat sich bei der Imitation der Samsung-Funktionen richtig Mühe gegeben. Zwar wurden nicht ganz so viele Funktionen imitiert wie beim Klon von HTC, aber dafür funktioniert das Vorhandene auch einigermaßen gut und ist sinnvoll zu verwenden. Eine der besten Funktionen ist die hier zu sehende Multi-Window-Funktion, welche fast genauso funktioniert wie beim Original. Durch einen langen Druck auf die Zurück-Taste wird die Multi-Window-Bar aufgerufen. Nun kann man die im Multi-Window-Betrieb zu öffnende App einfach an den gewünschten Bereich ziehen. Die Fenster lassen sich beliebig in ihrer Größe anpassen und auch in der Reihenfolge verändern. Eine weitere Funktion, die das Number One N3 vom Original geerbt hat, ist die Gestenkontrolle. Einmal aktiviert, kann man damit durch die Homescreens, den App Drawer und die Bildergalerie navigieren. Dies funktioniert sowohl nach links als auch nach rechts und auch aus angemessener Entfernung. Gut funktioniert auch Smart Pose. Diese Funktion erfasst den Kopf des Benutzers und erkennt, wenn dieser auf das Display sieht. Damit können Videos automatisch pausiert werden, wenn der Benutzer wegschaut.
Hier in der Demo funktioniert das leider wegen der Kamera nicht so gut. Im Praxiseinsatz ist Smart Pause aber wirklich zu gebrauchen. Interessant ist, dass Number One auch einige Samsung-Apps auf dem N3 vorinstalliert. So ist zum Beispiel S-Voice vorhanden, wenn auch nicht vollständig integriert. Neuer Termin: Geburtstag, 26. Februar 2014. Öffnet man die App so, kann man bequem per Sprachbefehl bestimmte Aktionen ausführen, hier zum Beispiel einen Termin im Kalender anlegen. Wie hier nun zu erkennen ist, befindet sich der Termin jetzt im Kalender. Auch die App Storyalbum wurde von Number One vorinstalliert. Hier können auf einfache Art und Weise Fotoalben aus Bildern in der Galerie erstellt werden. Eine weitere Funktion, die für den ein oder anderen durchaus nützlich sein kann, ist das S-Pen-Imitat. Zieht man den Stift aus seinem Blatt, so ertönt ein Geräusch und der R-Kommando öffnet sich. Mit diesem können schnell und einfach zum Beispiel Bildschirmfotos aufgenommen werden oder neue Termine zum Kalender hinzugefügt werden. Wie zu erkennen ist, funktioniert das Ganze zuverlässig und gut. Das Schreiben und Zeichnen mit dem Stift auf dem Bildschirm funktioniert genau und ohne Verzögerungen. Mit etwas Übung und der richtigen Software gelingen hiermit auch aufwendigere Zeichnungen. Die wohl für viele interessanteste Funktion dürfte wohl der IR Blaster des Number One N3 sein. Anders als bei anderen Note 3 Klonen ist diese hier kein Imitat, sondern echt. Auf dem Smartphone ist eine App installiert, mit der man eine ganze Reihe von Geräten steuern kann, darunter Fernseher, DVD-Player und Klimaanlagen. Zwar ist die Bedienung etwas umständlich, funktioniert tut das Ganze aber einwandfrei. Zunächst muss man hier seine Gerätemarke, in unserem Fall LG, auswählen und dann die verschiedenen Modelle durchprobieren, die zur Verfügung stehen, bis man einen Eintrag gefunden hat, der funktioniert. Damit das Ganze auch problemlos funktioniert, sollte man den IR-Blaster direkt auf den Fernseher ausrichten. Dann funktioniert das Ganze auch wirklich einwandfrei. Nee, bleib mal schön hier, das ist das Beste, was du machen kannst. Oder willst du dich noch länger verprügeln lassen? Die Kamera im Number One N3 ist leider eine große Enttäuschung. Bilder werden sehr grisselig und das selbst, wenn die Lichtverhältnisse gut sind. Zwar nimmt das Bildrauschen bei zunehmender Helligkeit ab, ganz verschwinden tut es aber nicht. Das ist eigentlich schade, denn an sich wäre die Kamera gar nicht mal so übel. Was noch besser hätte sein können, ist die Farbwiedergabe. Farben wirken auf den Bildern irgendwie viel zu blass, was das ganze Bild irgendwie unfreundlich erscheinen lässt. Beim Aufnehmen von Videos zeigen sich dieselben Probleme. Das Bild ist ebenfalls grisselig und die Farben sind nicht intensiv genug. Was uns aufgefallen ist, ist das extrem empfindliche Mikrofon des Geräts. Jedes noch so kleine Geräusch, das bei Videoaufnahme stattfindet, ist in der Aufnahme zu hören. Eine Demoaufnahme findet ihr wie immer separat in unserem YouTube-Kanal. Die Akkulaufzeit des Number One N3 geht in Ordnung. Dem Smartphone liegt ein 2800 mAh Akku bei. Diese Kapazitätsangabe ist an der Größe gemessen glaubwürdig. Mit einer Akkuladung kommt man etwa 1 bis 1,5 Tage aus. Was allerdings auffällt, ist, dass der Akku ab etwa 40% gerne einmal einen Sprung nach unten macht. Dem kann entgegengesteuert werden, indem man das Smartphone im ausgeschalteten Zustand auflädt. Hierbei handelt es sich wohl um eine typische Number One-Krankheit. Das Aufladen des Akkus dauert in etwa 2 Stunden. Die Empfangsleistung des Number One N3 im WLAN-Betrieb ist leider nicht so toll. Im selben Stockwerk, in dem auch der Router steht, gab es in unserem Test keine Probleme. Auch in den Stockwerken darunter und darüber nicht, sofern man sich in etwa über dem Router befindet.
Entfernt man sich jedoch vom Router, dann bricht der Empfang ganz schnell ab. Im Garten allerdings funktioniert der WLAN überraschenderweise. Hier versagte das letztens von uns getestete Xiaomi Mi 3. Der 2G-3G-Empfang des Number One N3 dagegen ist gut. Im Haus hatten wir zumeist drei Balken. Selbst 3G funktionierte einwandfrei, was durch den schlechten Netzausbau an unserem Standort nicht jedes Smartphone schafft. Im Freien wurden fast immer volle Signalstärke erreicht. Telefongespräche funktionieren einwandfrei und beide Gesprächsteilnehmer können sich klar und deutlich verstehen. Enttäuschend ist dagegen wieder das GPS. Hier bekamen wir keinen einzigen Satelliten herein, auch nicht nach über 40 Minuten. Erst nach der Durchführung des erweiterten GPS-Fixes, welchen wir vor einer Weile in einem Tutorial beschrieben hatten, konnten wir endlich 4 Satelliten empfangen. Das reichte für eine Genauigkeit von etwa 6 Meter. Leider funktionierte bereits am nächsten Tag das GPS erneut nicht. Bluetooth dagegen hat im Test wieder einwandfrei funktioniert. Die Verbindung zu unserem Bluetooth-Lautsprecher ging schnell und problemlos. Die Reichweite lag bei etwa 12 Metern. Lobenswert ist der interne Lautsprecher des Number One N3. Dieser ist nicht nur sehr laut, sondern auch sehr klar im Klang und scheppert auch bei maximaler Lautstärke nicht, was wirklich eindrucksvoll ist. Noch dazu hat das kleine Ding eine ganze Menge an Bass. Damit macht das Hören von Musik mit dem Number One N3 richtig viel Spaß. Auch die Audioausgabe über den Klinkenanschluss ist überraschend klar und kräftig. Hier übertrifft das Number One N3 alle bisher getesteten Billigphones. Man könnte fast meinen, dass hier ein extra Audioprozessor verbaut wurde. Kommen wir also nun zum Fazit. Das Number One N3 ist ein sehr guter Clone des Samsung Galaxy Note 3. Wohlbemerkt, ein guter Clone. Wir machen das daher jetzt einmal nicht an der Skala für normale Smartphones fest. Unserer Meinung nach ist das Number One N3 von allen bisher auf den Markt gekommenen Samsung Galaxy Note 3 Kopien die beste. Denn hier wurden einige nützliche Funktionen integriert, welche sich auch tatsächlich nahezu immer zuverlässig verwenden lassen. Noch dazu verfügt das Number One N3 über einen guten Handyempfang, ein zufriedenstellendes Display und eine hervorragende Audioausgabe und das sowohl über den internen als auch den externen Lautsprecher. Die Akkulaufzeit ist ebenfalls solide, auch wenn die Ladeanzeige manchmal spinnt. Was aber eben enttäuscht, ist die Kamera, der WLAN-Empfang, der deutlich besser sein dürfte, sowie das nicht funktionierende GPS. Auch die Performance des ROMs könnte noch etwas optimiert werden, damit auch High-End-Spiele einigermaßen laufen. Im Endeffekt können wir das Number One N3 jedem empfehlen, der nach einem guten Note 3 Clone sucht und dabei akzeptieren kann, dass bei einem Clone meist nicht alles perfekt ist. Wem die nachgeahmten Funktionen des Originals nicht wichtig sind, aber dafür GPS, Kamera und Co., der sollte sich nach einem anderen Gerät umsehen. Das Number One N3 ist bei unserem Sponsor lenten.de derzeit für 166,14 Euro in den Farben Weiß, Schwarz, Goldschwarz und Goldweiß erhältlich. Hinzu kommen 19,99 € für den DHL Express Versand. Für 9,90% des Produktpreises bietet Lenten optional auch eine Zollversicherung an und erstattet den einfallenden Zoll. Wir hoffen, euch mit dem Review weitergeholfen zu haben und freuen uns über einen Daumen nach oben sowie ein Abonnement unseres Kanals. Einen schönen Tag noch und tschüss!